Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zockkanal zur weiteren Folge NBA 2K22. Bevor ich aber hier anfange, Leute, ich werde heute sowas von safe live auf Twitch sein, keine Ahnung um wie viel Uhr, aber Battlefield 2042 ist draußen, das heißt, ich werde safe auch länger auf Twitch mal live sein. Also wenn ihr nicht nur Bock habt auf gutes Shooting bei NBA 2K, was für eine geile Überleitung, dann kommt auf jeden Fall dann auch auf Twitch. Da werde ich nämlich auch ordentlich shooten. Nein, ich bin Noob in dem Spiel, aber egal. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Ich werde es auf jeden Fall auch nochmal auf Instagram verkünden, wie viel Uhr ich genau live bin. Deswegen da am besten abchecken. Aber wir gehen jetzt hier weiter. Erstmal hier kurz. So. Kurz für klare Verhältnisse gesorgt. Und zwar Alex Kemp. Nee, Robert Williams will erstmal was von uns schon wieder. Der nervt so ein bisschen, ne, muss man sagen. Der Robert Williams. Der ist immer ein Meckern, ja, immer das Gleiche, ne? Liebevolle Strenge, dann ist er wieder zufrieden. Leider immer so ein bisschen das Gleiche, aber was will man machen? Ich will auf jeden Fall noch mal ein bisschen vorankommen in der heutigen Folge. Ich meine, was Ferguson die ganze Zeit macht, ist crazy. Und zwar so richtig crazy. Wichtig wird natürlich, dass wir unser Standing beibehalten können. Aber ich würde ihn auch sehr, sehr gerne als MVP sehen, um ehrlich zu sein. Das wäre schon der Wahnsinn, wenn Ferguson es schafft, ein MVP zu sein. Auch hier wieder 27, 13, 2 Steals. Schöne Geschichte. Jordan Neumann ist verletzt, okay. Natürlich nicht so eine geile Geschichte, wenn Jordan Neumann verletzt ist. Da müssen wir die Rotation anpassen. Und zwar fehlen uns dann einfach mal 32 Minuten. Das ist hart. Hörter kommt da jetzt natürlich erstmal rein. Ja, Primo ist auch noch leicht verletzt. Da haben wir Culver halt, ne? Ja. Kriegt Geiger noch mal ein paar Minuten mehr. Pötel kriegt ein paar Minuten mehr. Hurter kriegt natürlich auch noch mal ordentlich Minuten mehr. Maiga Bar, Ball Ball. Ferguson gehen wir mal dort hoch. Und Van Horn kriegt noch mal 22. So, jetzt hier Grizzlies. Wir stehen bei 30 und 11, ne? Das ist überragend. Ist das eigentlich sein Ernst, ey? Oh, ich bin schwer verletzt, ich kann nicht spielen. Oh, ich bin doch wieder da. Eigentlich sollte er 1 bis 2 Wochen ausfallen, aber es ging ganz schön schnell. Aber nun gut, er bleibt jetzt erstmal 2 Spiele draußen. Ich will nicht umsonst die Rotation geändert haben. Nächster Sieg. Sehr, sehr schön. Junge. Also das muss man sich mal geben. Er macht 48. Ferguson ist nicht von dieser Welt, Mann. Kann man mir noch nicht erzählen, dass der Typ nicht MVP werden soll? Kann man mir doch nicht erzählen, dass dieser Mann nicht MVP werden soll? Er hat die meisten Punkte zusammen. Na gut, Kate Cunningham hat mehr Punkte. Aber er hat 9 Assists, 1,5 Steals, Mann. Ey, ich hoffe wirklich, dass Ferguson MVP wird. Ne? Das Standing spricht ja auch für uns. Wir sind aktuell Erster. Lediglich die Hornets haben auch eine schlechtere Bilanz. Also wir sind momentan Erster in der kompletten NBA. Also eigentlich sollte das doch klappen, ne? Dass der Typ MVP wird. Aber mal schauen. Ja, gegen die Hawks. Setzt es eine Niederlage? Fragezeichen. Wir haben das Spiel nochmal gedreht. Auch wieder 30 und 6, schöne Geschichte, Double-Double von Jackson. Also es läuft doch. Ich will auch einfach ein bisschen vorankommen heute, dass wir bis zum All-Star-Game mal hingehen. Was ist eigentlich mit dem Scout? Will er hier, Gespräch mit Chef-Scout. Mal gucken. Gucken wir uns den Bericht mal an. Okay, Antonis Parakowski. Clayton Ellaby. Preston Cage, der ist nur 1,68. Ist ja eine süße Größe. Für einen NBA-Spieler. Komm, wir lassen das den Scout jetzt einfach mal regeln. Ich will jetzt einfach, dass der Scout das übernimmt. Jordan Neumann soll nochmal die Woche hier jetzt pausieren. Kriegt er ein bisschen Pause einfach, der Rook. Läuft ja auch ganz gut ohne ihn aktuell. Ganz einfach, ne? Oh, Alter. Er macht wieder 39 und 11, ne? Also wenn Ferguson so weitermacht, auch in Sachen Steals, ne? Wenn er da wieder 3, 4 Steals jedes Mal holt, ey, dann wird es langsam echt, dann kann mir keiner mehr erzählen, dass er nicht MVP wird. Auch bei Primo warte ich die Rotation nochmal ab. Die sollen beide nochmal diese Woche pausieren. Und danach dürfen die bald spielen.
Ich meine, die können sich auch mal erholen nach der Verletzung. Ey, ich muss fast schon jede Folge den da reinnehmen, ne? Einfach 49 Punkte. Du bist doch nicht ganz dicht, Junge. Ferguson ist doch nicht mehr ganz dicht. Der scored und scored und scored, ne? Das ist der pure Wahnsinn. Ah, gegen die Warriors. Sieht nach einer Niederlage nach einer Ewigkeit mal wieder aus. Ja. Aber auch hier 29-12. Alles super von Ferguson. Curry und Kovan aber diesmal etwas stärker. Aber wir stehen bei 34-12. Ne? Also eigentlich ist die Season kaum ein Problem mehr. Also dass wir wirklich in die Playoffs kommen. Ah, gegen die Grizzlies zwei Niederlagen in Folge. Das sieht nach einer sehr deutlichen Niederlage aus. Okay. Nein, Ferguson ist leicht verletzt. Ferguson ist leicht verletzt. Keine gute Nachricht. 1 bis 2 Wochen. Wir gucken mal, ob es wirklich 1 bis 2 Wochen sind. Nein. Okay, wir gehen kurz mal ins Coaching. Van Horn wird auf jeden Fall starten jetzt erstmal, weil bei Ferguson will ich nichts riskieren. Neumann ist natürlich jetzt auch erstmal wieder back, ne? Genauso wie Primo. Primo kommt natürlich wieder in die Starting 5. Und Ferguson nehme ich natürlich auch erstmal alle Minuten wieder weg. Weil bevor ich bei Ferguson auch noch irgendwas riskiere, lasse ich ihn lieber draußen. Den brauche ich vor allen Dingen für die Playoffs, ne? Geiger kommt dann mit weniger Minuten, genauso wie Pöte. Dann kriegt Neumann eben einige Minuten mehr. Fürs Erste. Van Horn hat 22 nur, ne? Das ist auch nicht so gut. Kriegt er 28 Minuten. Ah. So. Müssen wir halt mal ein, zwei Spiele ohne Ferguson auskommen. Aber das ist für den MVP-Case jetzt nicht so wichtig, wenn er nur 2, 3 Spiele verpasst. Klar, wenn du jetzt irgendwie einen Monat plus ausfällst, dann ist immer kritisch, ne? Jackson Jr. übernimmt, so will man das sehen. Neumann hat gut zugeschlagen, Primo. Neumann vor allem mit 50% Trefferquote, ne? Also ganz, ganz schöner Abend. 4 Blocks vom Ballball, also das ist schon ordentlich, was das Team jetzt zeigt. Und für Ferguson vielleicht sogar ganz gut, dass er sich ein bisschen erholen kann, ne? Ja, gegen Utah setzt es vielleicht eine Niederlage. Auch Verlängerung. Wo wir dann leider verloren haben, schade. Primo hat aber 36 Punkte gescored, ne? Starkes Ding. Aber am Ende konnten sie trotzdem gewinnen, weil eben Cole Anthony richtig durchgedreht war. Ah, Ferguson immer noch nicht fit, ne? Ferguson leider immer noch nicht fit, aber ich hoffe, dass wir gegen die Bulls trotzdem gewinnen. Das sieht sehr gut aus, weil wir sind sowas von Richtung Playoffs, ne? Neumann rasiert. Sehr, sehr schöne Geschichte. Hawks jetzt. Ferguson, lass dich nochmal draußen, das eine Game. Der soll ruhig nochmal draußen sein, das letzte Game. Dann soll er sich nochmal ein bisschen erholen, dass da bloß nichts passiert. Hat da mal 4 Spiele verpasst, das ist jetzt halb so wild. Ah, wieder Verlängerung, ey. Schönes Ding. Primo hat abgeliefert. Jackson Jr. auch. Sehr, sehr schön. So. Dann gehen wir jetzt natürlich hier wieder ins Coaching. Randy Ferguson wird natürlich gleich wieder reinkommen. Man sieht auch echt, wie das Team on fire ist, ne? Das ist echt nicht schlecht. So, John Neumann, Hertha, Williams ein paar Minuten weniger. Denn Van Horn will natürlich auch ein bisschen mehr zocken. Machen wir auch 13, machen wir 14 Minuten. Und dann hat Ferguson seine 36, das passt dann. Dann gucken wir, was Ferguson gleich macht, ne? Kann ich eigentlich... Ne, Verträge kann ich aktuell nicht verlängern, okay. Gibt es noch irgendwelche interessanten Free Agents? Herbert Jones aktuell, Hampton, Vasquez. Ne, momentan niemanden, wo ich sage, den müsste ich mir jetzt irgendwie holen, ne? Jetzt gegen Denver das Top-Duell.
das Top-Duell gegen Denver. Lassen wir mal kurz durchsimulieren, während ich kurz was trinke. Perfektes Comeback. 32 Punkte, 10 Assists. Crazy. Crazy, was Ferguson spielt. Ganz, ganz crazy. Kommt zurück, direkt wieder mit 30 Punkten. Wir haben ein Trade-Angebot der 76ers. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir gucken mal. Primo und Max Van Horn für Harris und LeVert. Warum sollte ich das machen? Nö. In Sachen Trades muss ich auch mal gucken, ne, ob ich da irgendwie noch mal was machen kann Richtung Playoffs, weil ich will gerne angreifen. Ne? Ich meine, im letzten Spiel war schon crazy das Comeback. Ja, hier wird es leider nichts. Ja. Aber wegen einem Trade können wir auch noch mal gucken, ne, dass man da wirklich sagt, okay, wir traden vielleicht noch mal. So. Hallo. Achso. Ich nehme mal. Eigentlich würde ich das. Nehmen wir mal Team Luca. Wir machen mal automatisch draften, komm. Also Doncic, Antetokounmpo, LaMelo Ball, Tatum, Ayton. Randy Ferguson ist auch Starter. Geil. Im Team Cunningham. Crazy. Also ihr seht ja einmal hier alle All-Stars. Unseren Jalen Green mit dabei. Randy Ferguson das zweite Mal übrigens. Shai Gilgeous-Alexander das erste Mal All-Star, okay. Nice. Jetzt hier gegen die Miami Heat. Wäre schön, wenn man das Ding gewinnen kann. Ich will auf jeden Fall auch noch in ein Game rein. Aber hier werde ich natürlich nicht reingehen. Alter. Junge. 16 von 26, 7 von 11 Dreiern. Alter, bist du crazy. Alter, bist du crazy. Wirklich, ne? Wir sind doch safe, locker Erster. Also, 39 zu 15 stehen wir aktuell, ne? 39 zu 15. Wir sind das beste Team der Liga. Und man muss ganz klar sagen, wir haben nicht so das Überteam, ne? Wir haben keine drei Megastars wie die Nuggets. Primo gegen Moses Brown. Nein, warum? Warum sollte ich sowas machen, ne? Wo ist eigentlich die Trade-Deadline? Müssen wir gleich mal gucken. Da kriegen wir einen Hinweis. An der Trade-Deadline-Day will ich nochmal was probieren, ne? Der nächste Sieg. Jackson Jr. sehr stark mal. Gute Geschichte. So. Okay, ja. Jetzt haben wir Deadline Day, ne? Jetzt können wir wirklich mal gucken. Wen kann man vielleicht nochmal irgendwo hin verschiffen für irgendwas Besseres, ne? Also, wem würde ich bei mir abgeben? Das wäre wahrscheinlich wirklich er hier, ne? Williams. Einfach, weil er auch ein bisschen nervt. Hörter könnte man fast schon mit dazugeben, ne? Oder eben Van Horn. Ich muss sagen, gegen einen Van Horn Trade hätte ich inzwischen gar nichts mehr, wenn ich dafür einen richtig guten Point Guard kriegen würde, ne? Und Cal Fultz, einfach so als Backup. Dennis Schröder. Das wäre gar nicht mal so uninteressant, ne? Pritchard, Malcolm Brogdon, D'Angelo Russell. Ey, Dilo wäre auch nice, ne? Ey, D'Angelo Russell wäre auch was richtig Nices, ne? Aber er ist extrovertiert, ne? War da eben, das ist dann auch nicht so geil. Wir gucken einfach mal. Cole Anthony. Auch ganz, ganz wild eigentlich, ne? Westbrook hat halt einen wahnsinnigen Vertrag. Jamal Murray kriegt nur 10 Millionen pro Jahr. Stellt euch mal vor, wir kriegen Jamal Murray als Backup, als Sixth Man.
Die Nets würden 1 Million mehr kriegen, okay. Sagen wir, gibt uns noch ihn hier. Okay, der geht nicht. Sagen wir Kelly Oubre. Würden die das machen? Was, wenn ich euch einen Pick gebe? Ich weiß nicht, was der Wizards Pick. Okay, geht nicht. Würden die das so machen gegen einen ungeschützten Pick? Damn. Wir haben einfach von der Bank aus jetzt Jamal Murray. Wir haben jetzt einfach von der Bank aus Jamal Murray, Leute. Das war nochmal ein richtig wilder Trade. Das war nochmal ein richtig, richtig wilder Trade. Wo man jetzt wirklich sagen muss, das könnte ein Game Changer sein. Das könnte ein richtiger Game Changer sein. Wir haben jetzt natürlich nicht den krassesten Center mehr von der Bank, aber Chris Boucher kann das auch. Der hat ja auch einen guten Dreier, ne? Ja, 3 Punkte bei B. Boucher ist ein guter Mann. Wir können ja auch, mach ich mal kurz manuell. Murray kriegt auch richtig Minuten, ne? Von der Bank 26. Ja gut, wir haben eh Pötel noch von der Bank, ne? Was Center angeht. Also das ist alles gar nicht so wild. Machen wir Jamal Murray mal mit 28 Minuten. Dann hat Pötel nämlich nochmal 16. Aber mit 26 Minuten hat er richtig, richtig Zeit, sich zu zeigen, ne? Das ist nicht schlecht. Jamal Murray von der Bank zu bringen, der hat 20 Punkte geaveraged bei den Brooklyn Nets in 36 Minuten. Also das ist schon ein böser Trade. Das ist schon ein richtig böser Trade. Das ist vor allen Dingen ein richtiger Win-Now-Move, ne? Jetzt sind wir im Backcourt wirklich böse besetzt. Auch noch mit Hörter, Neumann, Pötel eben für die Center-Position. Geiger kann halt auch Power-Forward spielen. Also das war ein geiler Trade. Kelly Oubre können wir dabei vernachlässigen, aber das war ein richtig geiler Trade, Leute. Den ungeschützten Pick, den können wir da auch vergessen, aber das war nochmal so ein richtiger Win-Now-Trade. Jetzt hier gegen die Sacramento Kings. Gewinnen wir hier easy. Und Ferguson macht einfach 38 Punkte mit einer Quote, die bei 75% liegt und damit einfach der pure Wahnsinn ist. Der Typ trifft 50, 40 und 87, Mann. Murray kommt rein und macht 20 Punkte. Einfach mal sein Average hält er von der Bank. Jetzt nochmal gegen die Kings. Also ich will auf jeden Fall nochmal reingehen in ein Duell. Also hier gegen die Sacramento Kings. Wäre cool, wenn es am Ende ein bisschen enger bleibt. Ja. Ist nicht super eng, aber wir gehen noch ein bisschen vor. Komm, 5 Minuten 29 bei 2 Punkten Unterschied, das ist eng. Und ich will auf jeden Fall auch Murray mal auf dem Feld haben, ne? Wir gehen natürlich erstmal kurz rein, gucken, ob das Playbook auch, was es natürlich leider nicht war. So. Murray ist auf jeden Fall auch auf dem Feld, okay. Hat schon wieder 23 Punkte, Jamal Murray. Der Assist für Jackson Jr., schönes Ding. So einfach kann es gehen. Ferguson steht bei 26 und 8, da müssen wir natürlich auch noch ein bisschen dran arbeiten, ne? Dass da die Quoten nochmal hochgehen für den möglichen MVP. Murray mit einer guten D. Und es ist unser Ball, schöne Geschichte. Ah, Ferguson ist jetzt kurz auf der Bank, okay. Jamal Murray übernimmt dann. Ah, das geht so einfach für Jamal Murray. Schönes Ding. Kings mit der Timeout, okay. Dann ist die kurze Pause auf jeden Fall hier für Ferguson wieder vorbei. Hier will ich Murray haben. Wir gehen hier mal mit Geiger. Und dann passt das. Dann bleibt er gehen. Und dann gucken wir mal jetzt, was die da abliefern, ne? Die Kings, was haben sie vor? So nicht, Mann. So nicht. Ferguson. Ey, Ferguson ist ein so wilder Spieler geworden, ne? So ein wilder Spieler, der hat überhaupt keine Angst vorm Scoren. Die Kings mit der nächsten Timeout. Der Coach denkt sich auch so, Alter, was ist hier passiert? Wir sind plötzlich 9 Punkte hinten, ne?
Vor allen Dingen hast du jetzt einfach mit Murray jemanden, der dir jede Nacht konstant 20 geben kann von der Bank, ne? Das hat diese Lou Williams-Vibes von besten Clippers-Tagen. Also das könnte wirklich hier der Move gewesen sein, der wirklich Championship-reif ist, ne? McCoy, unser Ex-Spieler. Ja, das ist unser Ball. Ferguson. Schade. Wohin jetzt hier? Halliburton. Sacramento Kings sind ja aktuell auch kein schlechtes Team. Ganz im Gegenteil. Jetzt hier Brooks. Man. Gegen Bolbo wird es ein bisschen schwierig, wirklich abzustimmen. Aber McCoy war da. Der hat es richtig mit Power gemacht. Jamal Murray, der kann den Ball auch mal nach vorne tragen. Jetzt wird es interessant. Jetzt können wir nämlich auch mal Floppy mit Ferguson laufen, ne? Ach Mist, da wollte ich zu sehr den Assist. Sacramento leider schon im Bonus wegen dem Blocking-Fall von Jackson Jr. So, jetzt hier Ferguson. Okay, das Foul gegen Ferguson ziemlich plump. Gehen wir nochmal mit dem Floppy Play. Ah, nicht drin, okay. Trefferquoten gerade nicht so geil bei mir. Basley. Offensives Foul. Jamal Murray macht vieles richtig gerade. Okay. Wir waren offensiv gerade so ein bisschen in Stocken geraten, deswegen das Offensiv-Foul sehr wichtig, dass er das hier ziehen konnte. Schöne Geschichte. Das sind die nächste Timeout. Die Kings sind richtig in Timeout-Wut, ne? Jetzt hier der Ballvortrag von den Kings. Ah, das ging zu einfach. Das ging viel zu einfach. Jetzt hier Ferguson. Jamal Murray. Wir laufen nochmal Floppy. Wenn Ferguson sich gut freilaufen kann. Der ist unglaublich, ne? Den kannst du auch zu 14-15% verteidigen. Ein Ferguson interessiert es nicht. Man muss echt sagen, dieses Team ist auch gut gereift. Ne? Die Deals waren alle richtig klar. Man hatte diese Anthony Davis-Phase, diese 2 Jahre, die etwas enttäuschend waren. Aber in dieser Phase wurde halt Ferguson immer besser und besser. Ne? Da wurde er zum Star, jetzt ist er im Superstar und jetzt sind wir auch ein Titelkandidat. Muss man nochmal Props an euch geben, denn ihr wart diejenigen, die unbedingt für diesen, ja, fürs Hochtrain beim Draft waren. Also ist euer Verdienst, dass wir momentan auch da stehen, wo wir stehen. Props geht also an meine Community raus. Oh, Ferguson. Och, Wort weggeblockt. Okay. Wort da weggeblockt. Wort aber freigelassen. Den macht er nicht. Den macht er normalerweise schon. Eigentlich macht er solche Bälle. Aber eigentlich bringt uns natürlich nichts. Brooks hat den aber auch nicht gemacht. Jetzt wird er hier gedoppelt. Na, was machen sie jetzt? Junge, so muss man das lösen. So muss man das lösen. Viel Zeit von der Uhr genommen und damn, einfach rein damit. Ey, Ferguson ist so ein crazy Spieler, ne? Jetzt hier Maigabar gegen Brooks. Brooks hat hier den Ball, spielt den auf Man. Ferguson verteidigt ihn. Halliburton. Jetzt hier Brooks.
die Kings haben nicht so eine richtige Idee aktuell. Maiga Bar stört da gut. Maiga Bar mit einer super Defense. Ganz schwieriger Wurf. Der ist nicht drin. Jetzt hier Jackson Jr. Ferguson. Ferguson hier im Ball. Er nimmt hier natürlich nochmal ein bisschen von der Uhr. Logisch. Und jetzt hier Pick and Roll. Ja, hat er alleine gemacht. 38 Punkte für Ferguson. Ist schon wieder auf dem Weg zur 40, ne? Ferguson ist schon wieder auf dem Weg zur 40 Punkte. Brooks hier. Tad McCoy, der Ex-Spieler der Spurs. Fast der Ballverlust. Ja, Brooks, also jetzt muss man schon schnell machen, ne? Wenn man da noch was schaffen will. Ach, zu früh hoch. Also, warum werfen sie denn nicht? Also, komplett falsche Entscheidungsfindung bei den Kings. Ganz schwierig, dass sie jetzt nochmal zum Abschluss kommen. Schwierig. Ja, das war's. So, wir versuchen nochmal mit Ferguson die 40 voll zu machen. Ist logisch, oder? Die 40 will ich da noch voll machen. Er macht auch mal 41 auf ganz entspannt. 41 Punkte, 8 Assists. Es geht um den MVP-Titel. Da zählt jeder Punkt. Wir gewinnen das Ganze also 136 zu 123. Randy Ferguson und Co. Jamal Murray scored auch richtig gut. Er könnte wirklich dieser X-Faktor sein, ne? Weil wenn ich da wirklich jemanden von der Bank einfach bringen kann, der permanent, also wirklich permanent auf ganz entspannt mal eben 25 scoren kann, dann wird es kritisch für die Leute, ne? Dann wird es sehr, sehr kritisch für die kompletten Gegner. Aber ich bin gespannt, ob ich schaffe, Ferguson zum MVP zu, ja wirklich so zu, wie heißt das, zu pushen, ne? Ey, das habe ich bisher bei 2K noch nie geschafft, glaube ich, ne? Weder Lillard bei den Trailblazers, noch bei Houston wurde jemand MVP. Bei den Magic auch nicht. Es wäre schon eine große Errungenschaft, ne? Ah, die Wizards sind, glaube ich, zu weit weg, dass man da nochmal zurückkommt, ne? Nein. Nein, was hat er? Mann, ey, das kann nicht wahr sein. Randy Ferguson fällt wegen einer Patella-Dislokation im rechten Knie für die komplette Saison aus. Er ist sowas von auf MVP-Kurs gewesen, ne? 30 Punkte, 8,8 bei wahnsinnigen Quoten. Umso wichtiger war dieser Murray-Trade, ne? Umso wichtiger war dieser Murray-Trade, aber ohne Ferguson haben wir keine Chance in den Playoffs. So realistisch muss man sein. Egal wie gut wir spielen, also wir haben keine Chance auf den Titel. Ich muss gucken, was jetzt auf dem Free-Agent-Markt natürlich möglich ist, ne? Die kriegen jetzt natürlich hier alle mehr Minuten, das ist, denke ich, auch logisch. Aber da muss man halt wirklich gucken, was ist möglich auf dem Free-Agent-Markt. Was gibt es da noch auf der Guard-Position? Ja, da gibt es gar nichts. Ne? Es gibt da keinen so krassen Point Guard nochmal. Können wir lassen. Alter, das kann nicht wahr sein. Ne? Wir sind souverän Erster. Wir sind souverän das beste Team der Liga. Er hat jetzt knapp 58 Spiele gemacht, Ferguson. Das wird nicht reichen für den Award. Der Typ ist mit einer der MVP-Kandidaten gewesen. Ich meine, guckt euch das an. Warum hätte er den nicht gewinnen sollen? 30 Punkte, 8,8 Assist beim klar besten Team. Ich meine, wie viele Spiele hat er gemacht insgesamt? Okay, zu sehen. 55. Vor allen Dingen, ne, guckt euch das mal an. Er hat die ersten drei Saisons durchgespielt.
Er hat kein einziges Spiel verpasst, Mann. Kein einziges. Und jetzt in der MVP-Season verletzt er sich, in der möglichen MVP-Season. Ist das bitter. Ist das bitter. Ah, Mann, ey, genau sowas hat halt gefehlt, ne? Dass uns sowas das Genick bricht. Und es gibt anscheinend als Konsequenz gleich mal die erste Klatsche, ne? Und so sieht das dann aus, wenn Randy Ferguson fehlt, ne? Dann verlieren wir das erste Spiel ohne ihn gleich mal mit 42 Punkte. Eieieiei. Wie geht's weiter ohne Randy Ferguson? Ja, wegen dem All-Star-Game, ich werde das überspringen. Ihr hattet ja geschrieben, ein paar Minuten könnte ich dort spielen. Ja, aber ich habe keine Lust drauf. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da nicht so Lust drauf. Ich simuliere es. Ich habe da einfach keine Lust geradezu. Also auch in der nächsten Folge das nicht, weil ich will die Season dann beenden. Ist einfach gerade auch unwichtig, ne? Wir sind aber jetzt beim All-Star-Break angekommen. Das heißt, in der nächsten Folge beenden wir die Season. Und wir gucken vor allen Dingen, wie kommen wir klar ohne Randy Ferguson, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich den Titel dieser Folge nennen soll. Ich hätte eigentlich gesagt, irgendwie sowas, ist dieser Trade der X-Faktor für den Titel? Ja, und dann keine Ahnung. Dann, was heißt keine Ahnung? Dann kam die Verletzung von Randy Ferguson. Es ist todesbitter, weil alles lief perfekt. Mann, wir sind bei 42 und 17. Er spielt eine MVP-Season. Er scored in letzter Zeit dauerhaft 40 Punkte. Ich meine, guckt euch das an, bitte. Nicht Jamal Murray. Ich meine, guckt euch Randy Ferguson an. Was hat er die ganze Zeit bitte hingelegt? Die letzten Spiele, da hat er 41, 38, 44, 32. Gut, hier hat er ein paar Spiele nicht gespielt, ne, aber auch hier wieder 49. 48, der 39, der hat regelmäßig 40 plus aufgelegt. Und dann kam halt... Ja, Leute, ich will das Video nicht länger machen, als es sein muss. Es ist einfach nur super bitter. Euer Velosch meldet sich fürs Erste sehr, sehr bitter ab. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Was sagt ihr, ist jetzt noch möglich ohne Ferguson? Ansonsten heißt es wie immer, bye bye.